So, liebe Zuschauer, da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen, Steffen Kirchenstein. Servus. Servus. Vorsitzender Spielvereinigung Westergrund. Korrekt. Korrekt. Habe ich auswendig gelernt, Steffen. Ja, hast du gut gemacht. Schön, dass du jetzt also auch da bist. Du bist ja auch auf diese Unterstützeraktion aufmerksam gemacht worden oder hast gesehen, wie der SV Schöllkrippen hier bei uns zu Gast war? Ich habe es bei verschiedenen anderen Vereinen gesehen. Die Aktion hat mich dann dafür interessiert und ich stehe hier, ich habe das Modell für sehr brauchbar bewertet. Ja, deswegen sind wir ja da. Kommen wir dann zum Schluss mit dem tollen Appell an alle Westerngründer und was dazugehört noch. Ja, wie habt ihr so die letzten Monate verbracht? Wir wissen es ja, die Frage habe ich jetzt schon, ich glaube, 150 Mal gestellt. Also was habt ihr die letzten 2-3 Monate mit euren Mitgliedern, mit euren Fußballern, mit euren Fans und auch Sponsoren, wie seid ihr da in Verbindung gestanden? Ja, wir waren natürlich auch wie alle im Vereinswesen durch diese Corona-Pandemie sehr stark beeinträchtigt. Wir waren dann im März auch einer der ersten, die gesagt haben, okay, wir brechen jetzt hier erstmal ab in unseren Vereinsaktivitäten, weil wir zu dem Zeitpunkt die Gesundheit unserer Mitglieder doch in Forderung gestellt haben. Und nach dieser Maxime handeln wir auch heute noch. Wir haben jetzt jüngst in dieser Woche auch wieder begonnen, das Vereinsleben wieder voranzutreiben. Ich war sehr erfreut, dass ich gestern Abend zum Beispiel unsere Turngruppe auf dem Sportgelände gesehen habe, die sich da mit Rückengymnastik beschäftigt haben. Ich habe schon Kontakt gehabt mit Jugendtrainern, die jetzt auch wieder drauf brennen, loszulegen und mit den neuerlichen Lockerungen, also sprich mit 20 Gruppen mit 20 Personen in einer Gruppe, da denke ich, dass es jetzt die nächsten Tage und allerspätestens die nächsten Wochen doch wieder richtig vorangeht. Du hast schon was angesprochen, die Turne, ihr habt glaube ich noch Karate. Ja, wir sind mittlerweile recht breit aufgestellt. Wir haben neben dem angesprochenen Turnen, neben dem angesprochenen Karate, bieten wir auch noch Volleyball an. Und wir haben auch jetzt funktionärseitig die Wochen der verordneten Ruhepause nicht ganz ungenutzt gelassen und finden uns in guten Gesprächen, sodass wir hoffen, dass wir zum Herbst, zum Winter hin das Spektrum, das wir anbieten, noch ein bisschen erweitern können. Gut, und da habt ihr noch ein schönes Vereinsheim und ein Sportgelände, die alle Herren dürfen nicht vergessen und die erste und zweite Mannschaft, die können natürlich auch dazu und auch im Jugendbereich habt ihr ja mit vielen Ortschaften zusammen eine Spielgemeinschaft. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass es irgendwann mal das angesprochen Ball wieder nach vorne geht. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dem ganzen Hygienekonzept. Mancher Verein setzt es um, mancher nicht. Aber gut, wir können es nicht ändern, wir sind dafür da. Wir freuen uns, dass die Westerngründer auch bei der Unterstützeraktion dabei seid, dass ihr dabei seid mit den Schlüsselanhängern. Der Online-Shop wird demnächst wahrscheinlich sogar noch vergrößert. Aber jetzt, Steffen, dein Appell an deine Leute in Westerngrund, was dazugehört, was müssen sie machen, was sollen sie demnächst tun? Auch ihr bekommt den Obolus für die Schlüsselanhänger und für die Unterstützer-T-Shirts. Auf geht's! Also, liebe Vereinsmitglieder, liebe Westerngründer und auch liebe sonstige Unterstützer, natürlich jeder darüber hinaus auch sehr gerne eingeladen. Wir haben uns dazu entschlossen, bei dieser Unterstützeraktion vom Michael Ehrlich mitzumachen. Wir werden jetzt das auch auf unserer Homepage entsprechend verlinken, sodass ihr dann direkt zu dem Online-Shop weitergeführt werdet. Auf dem Online-Shop sind dann erstmal T-Shirts und Schlüsselanhänger eingestellt. Ich glaube, ein Schlüsselanhänger für 5 Euro, ein T-Shirt für rund 13 Euro. Da kann ich nur dazu aufrufen, zu animieren, da kräftig zu bestellen. Zum einen kriegt ihr dafür ein schönes T-Shirt mit einem Emblem von Spielvereinigung Westerngrund. Und darüber hinaus ist es auch gut für die Spielvereinigung, weil pro verkauften T-Shirt auch was für uns übrig bleibt. Du hast angesprochen, 14,95 ab 3XL ein bisschen teurer und man muss immer wieder sagen, bei den Damen, die sind ja tailliert, bei den Damen, liebe Damen, eine Nummer größer nehmen. Vielen Dank, Steffen, viel, viel Glück für die Zukunft. Mach's gut, Servus, diese Richtung, ich gehe diese Richtung, bis bald, Servus.